Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Letztes Mal haben wir ja gelesen wie ein Verrückter und die ganzen Sammelsachen noch durchgeschaut und abgegeben und so weiter. Und diesmal, was ich eigentlich schon in der letzten Aufnahme machen wollte, machen wir jetzt endlich Story. Das heißt, wir gehen jetzt einfach schlafen, ohne groß zu quatschen. Und dann machen wir die letzten 2-3 Quests. Ui, da hat es gerade kurz ordentlich. Ui, da ruckelt es ja ordentlich. Ich hoffe, das liegt einfach nur an dem Ort und nicht. Ja, Olins Haus. Der wohnt ja mittlerweile gar nicht mehr hier. Der ist ja abgehauen. Okay, OBS zeigt mir nicht an, dass irgendwas mit der Codierung überlastet ist. Also nehme ich mal stark an, dass es einfach, einfach an dem Ort hier liegt, dass er erstmal alles nachladen muss und deswegen rumruckelt. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Ruh dich vor dem Kampf aus, kein Weg zurück und triff weitere Vorbereitungen. Ah, schön, dass man dann nochmal gefragt wird. Okay. Wir nehmen natürlich Ersteres. Konntest du schlafen, Elisabeth, mit so einer Last auf den Schultern? Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Oh, von allen Verbündeten unterstützt. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Und schick Verstärkung. Eloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Du
hast mich lange genug geärgert. Alter, heftig. Warum kämpfst du? Oh, ich mach sogar Schockschaden, okay. Ah, das ist er, stimmt. Ich mach zuerst mal seine Soldaten weg. So, zwei sind noch hier. Akzeptiere deine Schwäche. So, jetzt muss ich kurz warten, bis sie das Ding wieder aufgeladen hat. Das war jetzt nicht so klug von mir, da einfach so durch die Flammen zu laufen. Okay. Auf dich wartet nur ewige Nacht. Kommt sogar ein eigener Sound. Man nervt, dass die halt genau dort stehen, wo ich sie angreifen will. Ach so, ich kann sie dann automatisch finishen. Er ist nur ein Nahkämpfer, erstaunlich. Ah, er legt das Feuer, okay. Ah, ich glaube, das liegt an der Verbesserung meines Speers. Deswegen mache ich Schockschaden. Ich darf ihn nicht zu nah ranlassen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon gegen Helis kämpfe. Vor allem, dass jetzt gleich auch die Mission vorbei ist, nachdem ich da schlafen gegangen bin. Die Errungenschaft haben wir auch bekommen, dass wir alle Nebenquests erledigt haben, beziehungsweise alle Quests wohl Verbündete bekommen können. Die dich vernichten wird. Ich bin auserwählt. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Oh, okay, wir können jetzt entscheiden. Ich habe dafür keine Zeit. Ich hoffe, es tut weh. Nichts hiervon sollte so sein. Wir haben eigentlich dafür keine Zeit, wenn wir ehrlich sind. Wir nehmen das Erstere. Nichts hiervon sollte so sein. Du bist schuld daran. Dein blinder Gehorsam, deine vielen Morde. Und wofür? Um auf Knien zu sterben? Als Spielzeug benutzt von einer Macht, die du nicht begreifen kannst? Du hast Mitleid mit mir? Kehr dein Gesicht zur Sonne. Was für eine unfassbare Lusche das war. Hat der wenigstens irgendwas Interessantes? Nö, nur Schmutz. Okay, na gut. So, wir schauen jetzt hier nochmal in die... Oh nee. Tränke, so ärgerlich. Liegt hier oben noch was? Ah, hier ist noch eine Kiste. Auch nichts Spannendes drin. Ja, auch nicht. Urviele Gesundheitstränke. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich gar nicht die Medizin verwendet. Dann hätte ich die Medizin gar nicht verwendet, meine Güte. Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Okay, ab zum Berg rüber. Wo werde ich gebraucht? Geh an eine Kanone auf den Plattformen. Oh, das war nicht weit genug. Er schießt. Ich muss hier weg. Ah, okay.
Ich habe ihn getroffen. Hä? Ich muss höher zielen. Ah, ich mag diese Kanone. Wenn man die Nebenquest gemacht hat, dann weiß man eh, wie die funktioniert. Wenn man die Nebenquest nicht gemacht hat, dann hat man keine Ahnung. Ich glaube aber, wenn wir diese Nebenquest gar nicht gemacht haben, dann haben wir die Chance, gar nicht mit dieser Osaram-Kanone zu schießen. Das hängt ja doch mit der Petra zusammen. So, wir haben hier Maschinen. Kleine. Auch, dass die sich halt bewegen, muss ich halt da ein bisschen schauen. Gut, die eine ist weg. Weiß nicht, treffe ich den von hier? Nee, hier war der Baum ein bisschen im Weg. Sehr gut. Von Süden. Gut, ab runter hier. Okay, ich mach mal... Oh. Oh! Okay, wir müssen zuerst den Brüllrücken platt machen. Okay, Brüllrücken brennt. So, Brüllrücken ist mal weg. So, tschüss. So, er ist weg. Puh, muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, er war noch zu weit hinten. Immer. Ja, gut, jetzt haben wir ihm schon ein bisschen Schaden gemacht. Oh, geht doch klar, wir haben ja unseren super Schild. Ich treffe ihn aber irgendwie nicht so ganz. So, die Schüsse sollten reichen. Ja. Oh. So, der ist weg. Einmal kurz Luft holen und sich wachen. Wo? Muss ich hier bleiben? Verteidige den Berg. Muss ich irgendwo hoch? Oder bin ich hier richtig? Alter, geht schon richtig ab. Oh, ich habe mich schon seit über einer Woche drauf gefreut, endlich das Spiel durchzuspielen. Wieder an die Westen. Westen, das heißt hier drüben. Ich stelle mich lieber hier oben hin. Oh nee, jetzt kommen die größeren. Also Sägezähne und sowas. Der ruft hier noch, der ist Langbein. Ja, wir müssen zuerst mal hier die Kleinen wegmachen. Weil sonst greifen die uns im Nahkampf an und dann wird es richtig lustig. So, der ist weg. Der ist auch weg. So, und jetzt kommt hier der Große. Oh, ich habe mit meiner Rakete, also mit meinen Granaten getroffen. Alter, ich muss auf die andere Seite. Das wird sonst von hier nichts. Von oben. Na, das wird ja ein Spaß. Oh, und wieder mal völlig daneben geschossen. So, Nummer 1. So, ich muss ja mal weg. Der ist weg. Der zielt da eh noch drüben hin. Am nächsten ist er weg.
So. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Ich gehe schon. Oh nee, der hat sich die... Oh, der lässt die automatisch stehen. Das ist geil. So, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist auch weg. Das ist nur so ein kleiner Plünderer. Oh. Hui. Hat noch rechtzeitig gehört. Was? Ein Sturmvogel? Ernsthaft? Na gut, das ist alles andere als witzig. Stell mal vor, man müsste das ohne diese Waffe machen. Ja, ich muss da weg. Der andere schießt auch schon auf mich. Halleluja. Na, er lädt auf. Wie soll ich denn da... Soll ich denn da was machen? Ha, und Todbringer kommt jetzt auch nicht. Ich bin nicht mal mit dem Sturmvogel fertig. Gib mir mal kurz Zeit hier. So, stirb jetzt, Sturmvogel. Danke. Ich glaube, die Reichweite könnte passen. Ja, passt in etwa. Wunderbar. Ich treffe ihn aber irgendwie nicht so ganz. Ah, jetzt. Ich muss halt auch immer ein bisschen runterziehen, weil er bewegt sich ja ganz langsam. Ich will zuerst dann noch die Salbe hier fertig machen. Weil dann ist der Todbringer tot. Aloy! 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 Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tim. Ich muss gehen. Alter. Nein, ich bin so ein Idiot. Ah nee, ich habe wirklich so viel Leben verloren, weil mein Schild ist ja eh voll. Alter, was geht denn hier ab? Wir hätten Hades jetzt vernichten können. Er ist an uns vorbeigerauscht. Ich kann mir eine Spur markieren, okay. Alter, wie es hier aussieht. Muss ich da durchlaufen? Ja, okay. Aloy, geh! Wir lenken sie ab! Jetzt seht ihr die wahre Sonne, Schattendämonen! Alter, das macht schon ordentlich Schaden. Kämpfe beim Turm weiter, Aloy. Meridian wird standhalten. Oder meine Ehrenabzeichen bedeuten nichts. Uiuiui, ich hab grad... Der hat einen Schaden bekommen. Nein, hier ist ein Drang, so Mist. So, wo muss ich lang? Muss ich hier lang?
glaube, sieht so aus. Bisschen schwimmen, bisschen sauber machen hier. Gib dich zum Turm und stoppe Hades. Da kommt jetzt sicher noch eine kleine Armee. Ich werde meine Stiefel trocken laufen müssen. Heilender Salbeistrauch, sehr gut. Brauche nämlich wirklich Medizin, damit ich auf jeden Fall genug mit hab. Meine Kraft ist noch nicht verbraucht. Ich habe sie durch Eis und Schnee erworben. Verdammte Maschinen, ich werde die Herausforderung annehmen. Ruh dich aus. Ah, das ist die, die wir nicht kennen. Okay. Die schlägt sich aber tapfer. Die den Großen da auch platt gemacht? Wahrscheinlich, weil sie ist die Einzige, die hier noch steht. Also der Schild hilft schon enorm, muss ich sagen. Ohne Schild wäre wahrscheinlich meine Medizin schon alle. Und ja, ich müsste halt mit Tränken kämpfen. Jetzt. Grafik-Aktivierungssignal Biomasse-Umwandlung eingeleitet.